Dieser Raum verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder. Als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat, und dir deinen Namen, Trainerpartner ebenfalls. Es ist vollbracht. Speichervorgang. Das war's mit dem Projekt. Wie soll ich das sagen? Ich habe 3 Jahre gebraucht. Aber ich habe es beendet. Das ist ein gutes Gefühl. Ja? Ja, es ist wirklich schön. Ganz ehrlich? Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch. Und wir sind im Abspann. Also, das abschließende Worte könnte ich sagen. Also, werde ich sagen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man hat zwar in einigen Parts gehört, dass es keinen Spaß gemacht hat. Also, es klang zumindest so, aber es war eher selten so. Das war übrigens der Quasar, mit dem habe ich den Spielstand nachgespielt. Naja, egal. Auf jeden Fall war's das jetzt mit dem Projekt. Also, ob noch was kommen wird, das kann ich jetzt selber nicht wirklich sagen. Ich hatte die Idee, weiterhin Pokémon zu Let's Playen. Ich hatte auch die Idee, das nicht auf YouTube zu machen, sondern woanders, aber das muss ich mir noch mal überlegen und das würde auch dann in einem einzelnen Video kommen. Auf jeden Fall, also mit normalen Pokémon spielen war es das zu 100%, weil ich die einfach schon viel zu oft gespielt habe und es ist auch langweilig ist für jeden, jeder kennt diese Spiele und wenn, dann guckt man es sich woanders an. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich, wenn dann Pokémon Hex Let's Playen werde, was ich finde eine ziemlich gute Idee ist, ja, ich werde eigentlich, also ich werde darauf versuchen zu achten, dass die Hex weder auf Deutsch, also weder auf Deutsch Let's Playen wurden, noch insgesamt Let's Playen wurden. Wenn die jetzt Englisch oder Spanisch Let's Play wurden und nicht auf Deutsch, dann ist das, also geht das auch noch, aber ich würde halt schon darauf achten, dass es zumindest nicht von jemandem Bekannten schon auf Deutsch Let's Play wurde. Ja, das ist eigentlich alles, was ich jetzt sagen will. Ja. Also das Projekt war auf jeden Fall cool. Es war ja indirekt mein erstes. Ja, ich kann ja noch etwas erzählen, was ich sonst auf meinem Kanal gemacht habe, was leider nicht mehr existiert. Das war zum einen das erste Spiel. Also das erste Spiel war Pokémon Schwarz 2. Da hatte ich auch schon einige Parts aufgenommen. Ja. Und die kam. Da kam nur einer, der ist auch noch online, könnt ihr angucken. So, mein erstes Video. Ja, dann hatte ich noch mal ein anderes Projekt gestartet. Guck mal, Schwarz 2 Randomizer, Nuzlocke. Ja. Also, falls jemand fragt, ob Nuzlocke kommt, ich glaube ja nicht. Das habe ich nie auf öffentlich gestellt. Es war auch schlecht, ich habe die im vierten Part oder so verloren. Naja, auf jeden Fall, das war's mit der Pokémon Saphir Edition. Wir sehen uns zum nächsten Projekt wieder. Oder nicht, kommt drauf an, muss ich mir noch überlegen. So, dann machen wir noch das hier. Vater? Hey, das ist der Pikachu. Du hast uns ja schon lange nicht mehr besucht. Thank you.
Du siehst irgendwie stärker aus. Das ist zumindest mein Eindruck, aber dein alter Herr gibt noch nicht auf. Oh, ich habe hier etwas für dich. Das soll ich dir von einem Mr. Brack oder Mr. Brack geben. Bootsticket erhalten. Ein Ticket für die Fähre? Ich weiß, dass es in Gravitport City und Secret Subsidy Anlegestellen für Fähren gibt. Wenn du ergänzt eines Trainers hast, dann geht das zum Duellturm. Dort wirst du lernen, dass der Weg eines Trainers niemals ein Ende findet. Ich muss jetzt wieder in die Arena von Blütenburg City. Ich danke dir, dass du dich während meiner Abwesenheit um das Haus kümmerst. Nichts zu danken. Jupp, also, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.